Wow, hier zieht Nebel über den Bach und das sieht echt geil aus. Wie im Urwald. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben schon einen Kajakfahrer-Aufsammelstellplatz gefunden zum Autoparken und jetzt geht's Richtung Stoll Süd. Genauere Infos gibt es gleich von Martin. Wir haben uns auch kurz überlegt, mit dem Kajak halt die Runde fahren, weil es so viel geregnet hat, heute in der Früh totaler Platzregen, überhaupt nicht angesagt. Ich meine, jetzt fängt schon Hochel an. Wir haben uns doch für die Bikes entschieden, da schauen wir besser aus. Wir fahren Stoll Süd auf, Süd ab. Das ist der Kamm da, ein Kobarit Karfreit und hoffen, dass der Trail was interessant wird, oder? Ja. Meine Wurzelbehandlung und so. Schauen wir mal. Genau. Vor vielen, vielen Jahren hat Martin mal gelernt, das ist jetzt über 10 Jahre her. Ja, über 10. Dass man ohne Kappe auch gleich mal den Kürzeren ziehen kann, obwohl man italienische Gene. Ja, aber Hitzeschlag gehabt, da war es so heiß und dann waren wir oben und dann ist ein Gewitter gekommen und dann war ich einfach al dente, wie die Nudeln, bissfest. Heute war es mit dir. Das ist jetzt hier die Napoleonbrücke und unter uns die Soccia. Auf der anderen Seite sieht es auch mega cool aus. Wieso heißt sie denn eigentlich Napoleonbrücke? Napoleon Bonaparte ist in Türk gebaut worden. Also 1700 noch was? Ja, jetzt hätte ich spät das 18. oder 17. irgendwas. Nicht schlecht. Da drüben steht dann, glaube ich, die Auflösung. Ja, bleibt jetzt weh, ja. Und das ist die andere Seite von der Soccia. Da seht ihr jetzt die Brücke nochmal so richtig. 1750 ist die entstanden. Und Napoleon hat seine Truppen dort Richtung Gredel geführt. Gredelpass kennt man auch. Und auf dem Weg, was wir heute aufgefahren, auf dem Stoll, sind hier aufgezogen worden. Deswegen, ja, wenn es eine Militärstraße, also Klasse 1 aus dem Ersten Weltkrieg fährt, habt ihr relativ wenig Neigung. Wenn es eine Militärstraße Klasse 1 aus dem Zweiten Weltkrieg fährt, habt ihr mehr Neigung. Weil im Zweiten Weltkrieg bei Mussolini haben sie stärkere Fahrzeuge schon gehabt, jetzt haben sie steiler bauen können. Und im Ersten Weltkrieg weniger. Und es gibt 5 Klassen für die Wege. Zum Schluss waren es dann die Militärer vom Vorbahn oder Gehbahn und dann die Alpinisteig sowie Kreissäge in Valsugana, was wir gemacht haben, waren dann die Schmösten und die Alpinsten. Aber schon Wahnsinn, oder? Ja, bei den Isonzo-Schlachten, da ist 3 Tage bevor die Truppen überhaupt angekommen sind, schon blutrotes Wasser die Soccia runtergelaufen. Mhm. Stand im Museum angeschrieben und dann kann man sich auch vorstellen, was die Leute sich damals gedacht haben müssen, wenn man weiß, Wahnsinn, was einen erwarten wird. Das ist nicht so toll gewesen. Ne? Monte Grappa sind auch total interessant, hat Mussolini noch was gebaut, so ein Denkmal, da könnt ihr auch total viele Sachen anschauen, das haben sie echt gut ausgestellt und schön beschrieben. Das ist echt interessant. Da stehen als Co. da oben für uns, für Österreich, Ungarn, Deutschland und 4 für Italien. Alle, alle, eine Straße mit vielen Bäumen, ja, das ist eine Alle. Obwohl wir noch ganz unten sind und es noch recht früh ist, ist es schon wieder warm. Bei Auf ist dann auch nachts wieder am Ende. Wasser! Ah, jetzt ist die gemütliche Auffahrt beendet. Ist jetzt wieder steil. So, hier wird gerade schon ein bisschen gejaust, ne? Im Schatten. Ja, der letzte Schatten noch. Es ist warm, gell? Ein bisschen nutzen. Ich glaube, das Problem ist, man ist nicht mehr gewöhnt. Wir haben so ein Kreuz früher gehabt, früher immer wieder. Und jetzt ist es richtig warm einmal. Jetzt leidet man ziemlich. Wohl wahr. Das ist cool, aber fein. So, wir sind gerade so, ja, gut über der Hälfte, würde ich sagen. Und die Bäume sind fast weg. Und dementsprechend. Da vorne sieht man jetzt die Straße voll super, wie sie hier so hochschneidet. Und hier seht ihr eben auch den Militärstraßencharakter. Alles eingefasst mit der Wand. Und in all der Idylle wird hier aber schwer gearbeitet. Jetzt sieht man die Straße noch besser. Und vor allem, wenn man auch so runterschaut, die ist wirklich komplett hier rein geschlagen, gegraben worden. Und ja, es schaut gar nicht so aus, als wäre es wirklich kochend heiß, wenn die Sonne rauskommt. Wir sind schon dankbar um jedes Wölkchen. Und es hat ein bisschen Wind, was heute auch mal echt fein ist, ich gebe es zu. Ah, jetzt wird gerade mal gejausnet und beschlossen, ob gleich in den Trail eingefahren wird oder noch ein Stückchen rauf. Ob wir zweite Bock von Salanettis aufmachen. Oh.
Wie ihr seht, haben wir uns direkt für die Abfahrt entschieden. Da war auch keiner böse. Das war eine einstimmige Entscheidung. Und oben geht es dann erstmal den Kamm entlang auf der Straße. Das ist langweilig zu fahren, um ehrlich zu sein, aber von der Aussicht her wirklich cool. Es hat jetzt natürlich nicht diese krassen, markanten Felsberge, aber man sieht halt komplett in dieses Tal rein und sieht auch so ein bisschen mit dem echten Auge. Das ist bei der GoPro immer schwierig, weil die ja weitwinkel ist. Auf jeden Fall sieht man, wenn man echt runterschaut, die Bäche in diesen krass hellen Becken, die dann so blau fließen. Also es ist schon wirklich aussichtsmäßig auch ein sehr, sehr schöner Berg, obwohl es nicht dieses krasse, krasse, schroffe, typische Dolomiten-Panorama hat. Wenn ihr jetzt genau schaut, dann seht ihr links aber auch so ein bisschen den Bach laufen, obwohl es die GoPro ist. Und das macht wirklich alles noch kleiner durch den Weitwinkel. Von dem her könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie es in echt wirkt. Und für uns ging es wirklich komplett den ganzen Kamm entlang, bis dann eigentlich vorne am anderen Ende des Berges der Trail beginnt. Es gibt auch noch einen, der in der Mitte hier reinschneidet, aber der ist wohl sehr, sehr schwer. Da hat Martin Kontakt zum Einheimischen gehabt und der hat sogar gewisse Klettersteigpassagen drin und sowas. Also wenn ihr das fahrt, dann schaut euch auf jeden Fall genau an, welche Route ihr wählt, nicht dass ihr da im falschen Weg landet. Und ja, jetzt haben wir es dann bald geschafft. Die Aussicht ist vorne übrigens noch grandioser. Wie gesagt, man kriegt es mit der GoPro nicht ganz so rüber, aber hui, hier dachte ich, jetzt geht's gegen den Baum. Aber in echt habe ich sogar auch geschafft. Das ist wirklich witzig, wie eng das manchmal aussieht und man kommt trotzdem noch durch. Ja, hier haben wir uns ganz leicht verfranst, da war der Weg nämlich kaum zu erkennen, weil es einfach so zugewachsen ist mit Wiese zwar nur, aber es hat gereicht, dass alles aussah wie eine einzige Weide. Und dann ging es auch los mit dem eigentlichen Trail. Der war ganz oben noch richtig schön und spaßig, aber dann nach kurzer Zeit leider total eingewachsen. Ich glaube, der hat einfach viel zu wenig Frequenz. Und dementsprechend ist er mit Ästen, mit großen Steinen, mit allem Möglichen, was es nicht mehr flowig macht, sehr zu. Und zwar technisch jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber halt trotzdem so zugewachsen, dass man wirklich total aufpassen muss, dass man nicht irgendwo hängen bleibt und vor allem mit dem Rad dann noch irgendwo hängen bleibt untenrum und sein vorne überklappt. Ich meine, das klingt jetzt echt wie die größten Anfänger, aber genau so ist es mit diesem losen Steinwerk, was auch bei den Bikes relativ schnell, relativ viel kaputt machen kann. Ja, ich bin zu früh mit dem Kommentieren, aber macht euch gefasst, es geht gleich los. Ich lege euch jetzt mal Musik dahinter und ihr könnt ja mal beobachten, wie es immer enger und dickigmäßiger für uns wird. Aber lasst euch gesagt sein, ab der Hälfte war es dann wieder richtig cool, also dranbleiben lohnt sich. Dann seht ihr, ob ihr den selber vielleicht auch mal fahren wollt oder ob euch das doch zu viel gewuselt und dickigt ist. Oh, und eins noch. Wir hatten keine Zecken diesmal. Die Jahre davor, da war es ja gerade in Tolmezzo in der Gegend, aber auch in Slowenien relativ zeckenintensiv. Und bisher, toi, 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 klopf, 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 kein Zecke. Und wenn man so im Unterholz rumwuselt, dann könnte das schon mal passieren. Also von dem her, das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Ha ha ha!
hat, ja. Also ich fahre da so also drauf, ich fahre da auf der Länge mit dem Fehler, das geht ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob man es verstehen konnte, aber der Nico sagt, er fährt da ein Fahrrad mit schmalerem Lenker und er fährt ja mein Fahrrad vom letzten Jahr, den habe ich quasi abgeschnitten und dann haben wir immer als Running Gag, wenn es richtig eng ist, dass ich quasi ein sehr guter Vorbesitzer war und das vorausschauen konnte. Bei meinem jetzigen habe ich ihn tatsächlich nicht abgeschnitten, das war eine große Ungewöhnung, muss ich gestehen, aber mittlerweile bin ich damit auch voll happy. Und ja, das ist natürlich einfach Geschmackssache, wie breit der Lenker sein soll. Nico hätte gerne ein bisschen einen breiteren. Wir sind aber dabei noch zu faul, ihn zu tauschen. Er will sich ja selber noch ein Bike aufbauen. Und dementsprechend haben wir immer diesen Running Gag laufen. Ja, ich weiß. Der Weg ist ja auch alles eine alte Militärstraße, nur eben nicht so gut erhalten wie die Auffahrt. Und wenn man ganz genau schaut, dann sieht man manchmal noch Mauern, wo wir vorbeifahren oder so ein paar Ruinen. Und das ist natürlich wieder richtig eindrucksvoll. Trotzdem war es echt nervig, dass er so zugewachsen ist. Also wenn er dann eh schon so warm ist und irgendwie überall Äste berg, wo man hängen bleibt, dann ist es wirklich intern zum Durchdrehen in dem Moment. Aber hilft nichts, da müssen wir alle durch. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon öfter erlebt, dass dann doch mal ein paar mehr Bäume rumliegen, als man denkt, oder es stärker zugewachsen ist, als man denkt. Bleibt ihr dann cool oder kocht ihr innerlich auch auf und denkt euch, ja, für ein Mist. Aber ja, wenn es dann wieder so wie jetzt wird, dann schöner, unten raus ruhiger und spaßiger wird, dann behält man den Weg ja trotzdem witzigerweise in super guter Erinnerung, auch wenn man obenrum ganz schön gelitten hat. Zumindest geht es mir immer so. Und die schlechten Teile, die vergisst man dann auch. Wenn ich jetzt nicht auf dem Video gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, ja, ist toll, hat nicht zu viel Trail-Anteil, aber den, wo wir hatten, der war super. Aber in echt, das ist gar nicht so wenig Trail gewesen. Nur der oben war so zugewachsen, dass man ihn halt nicht genießen konnte. Und das würde mein Gehirn dann immer so ein bisschen weglöschen. Naja, Fun Fact, aber das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch schon. Das Gehirn löscht ja die schlimmen Erlebnisse raus, damit man früher in der Steinzeit trotzdem auf die Jagd gegangen ist, auch wenn einem da vielleicht was Schlimmes passiert ist, weil man sonst ja nicht überlebt hätte. Also das kurz zusammengefasst. Das geht mir so mit einem Schreiben. Und ich finde, gerade beim Sport kann man das manchmal echt gut erkennen, auch von diesen langen, krassen Auffahrten, wenn man 2000 Höhenmeter oder so am Stück tritt, da lösche ich auch immer ganz viele Passagen raus und wenn ich die dann wiederhole, dann denke ich mir, oh, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Oh, daran auch nicht. Das ist echt witzig.
noch gesessen. Damit geht es dann auch schon wieder in die letzten Trailmeter. Ja, am Video schaut so aus, als ob unten auch total zugewachsen wäre. Es war natürlich auch einigermaßen zugewachsen, aber eben nicht so schlimm. Es ist dann dieses ganz leichte Ästchenzeug, was nicht so weh tut. Okay, da hat sie dann große. Aber das war echt gut unten. Aber oben war es so richtig krass zugewachsen, sodass man direkt stecken geblieben ist. Und eben auch vom Trail her schwierig. Und dann wusste man gar nicht, worauf man aufpassen soll. Ah, ja. Und damit geht es für uns jetzt wieder zurück auf den Rückweg auf der Straße. Jetzt geht es wieder zurück Richtung Auto. Der Bach ruft schon nach uns. Er hat den Zielsprint gewonnen. Scheiße. Das war übrigens der Zielsprint gegen alle. Nur der Martin hat vielleicht den Start ein bisschen verschlafen. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, da freuen wir uns wirklich immer sehr drüber. Und jetzt ganz zum Schluss kommt noch ein Bild, allerdings von in der Früh. Aber das ist einfach so schön gewesen, dass ich es nochmal einblenden muss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!